über die Bengals hören und interviewt hat sie unsere Honey B. Benson. Honey? Manic Monday was written by a certain Mr. Christopher. What can you tell me about this person? Manic Monday wurde geschrieben von einem Mr. Christopher. Und ich wollte gerne wissen, wer ist Mr. Christopher? Christopher is Prince. Yes, he really is. Also jetzt haben wir es endgültig raus. Christopher ist Prince. How did this happen? I mean, not everybody gets Prince to write songs for them. Well, we are very fortunate in that Prince is a big fan of the Bengals music, and about 2 years ago came to see us playing in small clubs and just really liked us, and we developed a friendship over the years, and he just thought that the song would be perfect for us, and it was. Vor 2 Jahren hat Prince mal die Bengals besucht in einem Club. Er fand die Musik ganz, ganz toll und hat gesagt, irgendwann schreibe ich mal einen Song für euch. Und das hat er dann auch gemacht. Und es wurde natürlich ein wahnsinnig großer Hit. Of course, you're fans of Prince, I should imagine. Yes, we are. Definitely. We were lucky to have him play on stage with us about 3 weeks ago. Really? As a surprise thing, he just showed up for the gig and played on stage. That was amazing. We were really thrilled by that. Vor 3 Wochen hat Prince noch zusammen mit the Bengals auf der Bühne gestanden. Wo war das denn? Where was that? In America? San Francisco, also. What do you think of Germany? Is this the first time in Germany? Or? We've been here twice, yeah. Third time here for us. It's great. We really like it here. Zum dritten Mal sind sie in Deutschland. Sie finden es ganz, ganz toll. Sie sind unheimlich gerne in Deutschland. What about the German men? Have you had any pleasure of meeting them? Very good looking man, I must say. Very foxy. We have lots of male fans here and we really like them a lot. Ich habe die Damen gefragt, was sie eigentlich von den deutschen Männern halten. Sie sagen, sie sind ganz, ganz toll, sehen ganz toll aus. Und sie haben sehr, sehr viele männliche und natürlich auch weibliche Fans hier. The Bengals, Debbie and Susanna, thank you very much and lots and lots of luck. Thank you very much. Thank you.